Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 188 und wir stehen schon bei den ersten Mods. Genau, oder ein Teil davon wenigstens. Wir stehen hier nämlich vor einer Sache, die wir nicht lesen können. Genau, da steht Agromats dementsprechend dran und hier hinten steht auch da auf der Seite auch, sehe ich gerade. Und das gute Stück heißt Gigant. Liegt einfach daran, dass es vielleicht auch nicht unbedingt der kleinste Flug ist, den wir hier sehen. Aber wir sehen dementsprechend, es ist einer. Genau, so sieht das Ganze aus. Ich kann das Ganze erstmal hier anmachen. Dann kann ich irgendwas mit der Maus einstellen. Aber, aha, okay, ich kann die Scharentiefe einstellen, so wie es aussieht. Okay, das ist schon mal was. Ich klappe ihn mal zu, dass ihr mal seht, wie es dann aussieht. So, zugeklappt. Das ist offiziell die aufgeklappt Variante. Und dann lassen wir mal den Helfer sein Übriges tun, sozusagen. Und dann zieht das Ganze rum und dann seht ihr nämlich auch die Arbeitsbreite. Genau, so pflügt er dementsprechend jetzt hier schön. Ne, ist das schon gepflügt, bloß extra quer. Jetzt seht ihr hier Sachen links. Da hat er jetzt erkannt, da ist nichts mehr zum Pflügen, ich muss wenden. Ne, deswegen nehme ich ihn jetzt hier mal wieder raus und mache ihn auch mal wieder aus. So. Ja, so sieht er dementsprechend aus. Funktioniert einwandfrei, wie ihr gesehen habt. Hat hier schön die Spur gepflügt. Und ja, ne, wir haben einen leichten Verschmutzungsgrad hier am Ende. Texturen sind alles da. Die ganzen Verschlauchungen, Verkabelungsgeschichten ist alles da. Man sieht hier, ne, die kleinen Warnhinweisschilderchen. Alles, was so dazugehört. Und ja, man muss natürlich gucken, wie viel Power brauche ich, was kommt da raus. Und das gucken wir uns nämlich auch an, nämlich im Shop. Wir müssen einfach auf die Flüge gehen, da haben wir es ganz ans Ende. 52.000 kostet das gute Stück. 200 PS braucht er dementsprechend nur. 4 Meter Arbeitsbreite hat er und, sorry, und 12 km/h dementsprechend ist es, was er halt ne, an Arbeitsgeschwindigkeit aufbringen kann. Wenn wir hier nochmal reingehen, das habe ich, aber ich habe es gerade, glaube ich, gezeigt, ne? Machen es aber nochmal. Also ich kann jetzt hier mit der Maus, seht ihr selber hier die Flugschar einstellen. Ne? So sieht das Ganze aus. Falls ihr es gerade nicht gesehen hattet, aber so läuft es. Ja, das ist der Flug, ne? Wer möchte, warum nicht? Dann kommen wir jetzt zu einem Mehrteiler, sage ich einfach mal so. Mehrteiler im Sinne von, es ist eine Seemaschine in mehreren Varianten. Ich habe jetzt hier also die Federstadt stehen, die R300S Düngefunktion. Und drüben steht die ganze Maschine nochmal, die hatte nur die Seefunktion. Das heißt also, hier ist es Dünge- und Seefunktion, was das gute Stück hat. Sieht man auch, wenn man sich hier Runde reinsetzt. Und ihr seht auch, wir haben hier auch einen Zusatztank. Der ist vom Modder übrigens selbst fabriziert. Den gibt es so im Original wohl nicht. Ne? Ist da, seht ihr, ne? Schilderchen dran, Federstadt steht dran. Und hat auch Lämpchen vorne vor. Können wir dementsprechend auch demonstrieren. Die gehen auch schön mit an. Und selbst die Blinkergeschichten sind schön nach vorne hin übernommen worden. Das ist also ein 600 Liter Zusatztank, den es dazu gibt, zu dieser Seemaschine hier. Ne? Ich mache das Ganze mal an und wir machen den Helfer mal an. Da seht ihr, der legt hier einfach so los und sagt, das ist mir frisch gepflügt, ist mir das Liebste. Und schon macht er den Spaß fertig. Ne? Das ist der ganze Trick. Mach den Helfer mal wieder aus. Ne, wir haben hier, und was wir anlassen, die machen wir die Hilfe mal an. Man sieht auch hier, dass man vorne das Ganze hoch und runter setzen kann. Wenn ich auf das Gerät hinten dementsprechend stelle, dann ne, passiert immer noch nichts. Das vorne ist immer noch das hoch und runter für vorne. Ich kann das Ganze auf- oder zuklappen. Das heißt also, für den Transport würden wir das Ganze halt ne, die Seiten hochklappen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Saatvariante zu wählen und den Spurreißer können wir natürlich auch an- und ausschalten. Ne? Das ist gar kein Ding. So, ja. Seemaschine, die beides kann. Tank und ja, das andere erkläre ich dementsprechend dann gleich im Shop. Ich zeige euch nur, warum die andere Seemaschine hier hinten stellt. Und dann haben wir nämlich noch da einen Kollegen stehen, aber der hat noch ein paar mehr Kollegen. Und zwar ziemlich viele. Und davon habe ich drei Stück hier mal mit hingestellt. So, das ist dann die Seemaschine. Die sieht nicht so super viel anders aus, aber es ist halt dann die reine Seemaschine. Ne? Wir gucken uns das Ganze im Shop mal an. Das läuft unter, ich glaube, es ist unter Seetechnik drin, genau, da seht ihr es. Ne, die Macher haben sich hier schön verewigt, ist auch alles okay. 2800 Liter, 3 Meter Arbeitsbreite ist am Sehen. Ne, 2800 Liter, hier sind jetzt 3000 Liter drin, das ist auch 3 Meter Arbeitsbreite, das ist Sehen und Düngen und macht immer alles, wie ihr seht.
Und das hier ist entweder für Saatgut oder für Dünger, das könnt ihr euch überlegen, ein 600 Liter Zusatztank, je nachdem, was ihr mehr oder ne, bevorzugt dementsprechend. Das könnt ihr dann mit den Geräten kombinieren. Ne? Wenn ihr reinweg was seht, dann wird wahrscheinlich hier die Reinsämaschine zusammen mit dem, gibt dann 3400 Liter, da könnt ihr die mal auch eine Runde alleine lassen. Das macht der Helfer dann schon, der hat ein bisschen was dabei dann. Ne? Also wie gesagt, finde ich eine schöne Geschichte. Ist sonst auch nichts groß einzustellen. Ne? Von den Leistungswerten her braucht immer 110 PS und der Zusatztank braucht nichts. Ne? Ist halt ein 360 Kilo Gewicht dann auch gleichzeitig. So, ja, Spirit Air 300S, da steht es dementsprechend dann auch dran. Gut, dann kommen wir, ne, zu einer Mod. Wenn ihr euch die beim Runterladen gewundert habt und sagt, um Gottes Willen, die ist ja über ein halbes Gigabyte groß, dann sage ich ja, das ist sie. So sieht sie nämlich aus. Hier seht ihr das Ganze mal in voller Beleuchtung und Schutzkanten und Aufklebergeschichten, Kram. Das hier ist ein freundlicher Transport. Ne? Hier oben seht ihr Blinklichtgeschichten, alles was dazu gehört, ist da. Hier hätten ihr so eine Art Tieflader-Fahrzeugtransport. Da könnt ihr den schön oben drauf fahren. Das ist eine der Varianten des Fahrzeugs, die so dabei ist. Das ist ein Volvo LKW-Set FMX-Reihe. Die zweite Variante, die ich jetzt hier stehen habe, damit ihr seht, wie es seht, das seht ihr, ne? Vorne zwei lenkbare Achsen. Wir haben hier dann ein Hookcliff, also ein Hakensystem, dementsprechend, wenn man will. Ne? So ein IT-Runner-System drauf. Ne? Und da drüben steht der Kollege, das ist ein Kipper. Wir fangen einfach mal an, indem ich zum Kipper rüberlaufe. Und die Feinheiten mit den Lichtgeschichten und sowas, das machen wir dann bei der Vollausstattung. Das ist der Kipper hier, gleiche Reihe. Da kann ich die Abdeckung schön abmachen. Da seht ihr selber, wird schön nach vorne gezogen, hat auch extra so eine Schutzfunktion darunter. Ne? Hier auch der Aufbau ist ein Mellert, das seht ihr da auch, also Mellert, sehr schön gemacht. Das Ganze, wenn wir das Ganze hier dann machen, sollten wir erstmal den Motor anmachen. Dann können wir es auf Kippen stellen. Dann seht ihr auch, ne, da ist der Mechanismus, der das Ganze dann schön aufklappt. Ja, hervorragende Geschichte, funktioniert, was will man mehr. Ne? So, wir machen das Ganze mal wieder zu. Wenn ich halt ne, sage, ich möchte gerne auch die Seiten aufmachen, das ist das, wofür die mittlere Maustaste da oben angegeben ist. Da kann man auch die eine Seitengeschichte machen, weil man kann ab Kippseite auch links dementsprechend wählen und die kann man dann links auch per Hand aufmachen. So sieht das Ganze dann aus. Ne? Abdeckung schließen ist wieder ganz normal mit N und das ist der ganze Spaß. Ich mache das hier mal aus, laufe mal wieder rüber. Ja, rechtfertigt das 500 Megabyte wahrscheinlich noch nicht. Aber bevor ich jetzt hier irgendwie weitergehe, werden wir einfach mal einen Blick drauf werfen. Und dann wird einem so langsam klar, warum es so viel ist. Weil wir haben jetzt hier mehrere Systeme, nämlich einmal den 3-Achs insgesamt oder den 4-Achs-Variante. Die Beschriftung hier passt nicht. Das heißt also, die Sachen, die hier stehen, ist leider das Problem, dass da nochmal dran müsste vom Modder her, dass die Sachen da richtig eingetragen werden. Das hier sind die Hakensysteme. Ich weiß nicht mal, ne, hier seht ihr selber, Transport 6000 Liter, ne, Automatik, was das für ein Kipp- oder Ladesystem ist, hatte ich jetzt nicht hingestellt. Wir haben hier Kipper, dementsprechend in verschiedenen Varianten, ne, 13.000 Liter, 10.500 Liter, ne, der längere mit den vier Achsen in zwei Höhen, nämlich einmal ein 16.000 Liter und 14.500. Dann haben wir das Ganze hier, ne, mal seht ihr hier als Kranvariante zum Aufladen und Transportieren. Hier gibt es dann auch mal ein paar Optionen einzustellen. Das zeige ich euch gleich bei einem der Fahrzeuge. Hier haben wir die andere Kranvariante mit der Fläche hin, weil wir gehen hier dann auch in den Transportpalt. Ne? Das ist das, was draußen steht, das Gerät. Ne, das ist das, was draußen steht mit den drei Achsen hinten. Wie gesagt, da gibt es halt verschiedenste Sachen. Ne? Bis hin zum Betonmischer, bis hin zum auch normalen Sattelzugkram. Ne? Und dann können wir hier die ganzen Optionen einstellen, was wir dann an Abdeckungen, Blenden haben wollen, was denn irgendwie für Rundumleuchten hier oben, in welcher Form, welcher Farbe, hätte ich fast gesagt, aber ob jetzt, ne, was auch immer es alles sein soll, ne, die ganzen Aufklebergeschichten, Logos, die gesetzt werden, ne, irgendwelche Schilderchen, die irgendwo hingelegt werden oder ne, ob es jetzt Langfahrzeug, Konvoi Anfang ist und wir haben auch einen ganzen Schwung Farben dementsprechend hier zur Auswahl. Und so konfiguriert sich das so ziemlich bei allen von den Geräten. Und wie ihr jetzt selber seht, das sind ja jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 LKWs theoretisch. Klar, ein paar sind einfach nur minimal unterschiedlich, aber es sind halt 15 Fahrzeuge und diese 15 Fahrzeuge sind halt die, die einfach den Platzpart kosten. Ne? Das ist es halt, die ganzen verschiedenen Aufbauten, die ganzen Texturengeschichten davon. Das ist es dann halt, ne? So sieht's aus. Ich mache jetzt bei dem hier mal die Hilfe an, hatte ich schon. Das machen wir das Ganze mal aufklappen. Motor anmachen erstmal. Aufklappen, dann seht ihr, hinten wird er schön runtergelassen. So. Und dann könnten wir hier schön mit dem Fahrzeug rauffahren. So einfach ist das Ganze. Ich klappe das jetzt Ganze wieder hoch. Ne? Wir können hier Spanngurte anbringen, um das Fahrzeug dann zu sichern. Ne? Oder auch um andere Sachen zu sichern, die wir draufpacken. Ganz normal. So, das mache ich jetzt auch. Dann machen wir mal die Rundumleuchten an. Ihr seht, ich habe oben den kompletten Blinker mit Blitzer und allen Schickimicki. Sieht sehr gut aus, finde ich. Ne? Sehr schön gemacht, das Ganze. Wir blinken natürlich das vorne drinne an der Seite und auch hinten. Das machen die anderen dann genauso natürlich. Ne? Und auch Licht. Wir haben normale Lichtstufe, Zusatzlichtstufe. Das ist es dann. Und auch hinten ist ganz normal das Licht an. Auch alles sieht aus wie LED-Basis halt. Ne? Wir gucken uns das Ganze von innen an. Da haben wir auch die Lichtvarianten als Zuschaltlichter hier da zu sehen. Wenn wir den Motor ausmachen, ne, ist das immer noch da. Wenn ich den anmache, ändert sich hier drin nicht so sonderlich viel, muss man zugestehen. Die Ausstattung hier drin sieht ja okay aus, ne, kann man so sagen. Ist immer so eine Geschmacksfrage. Ich finde das Logo so ein bisschen undeutlich da und ist ein perspektivisch bisschen, ja, muss man sich dran gewöhnen halt. Ne. Spiegel und sowas hier funktionieren, wie ihr seht. Ne. Das ist also alles okay. So, ja, dann würde ich sagen, ich nehme den nochmal als Beispiel, um damit eine Runde zu drehen. Aber wie gesagt, ihr habt schon gesehen, da ist schon einiges dabei. Was man davon nutzt oder braucht, ist natürlich immer eine andere Geschichte. Ne? So, ich fahre dann einfach mal los. Ja, da sieht die Kabine dementsprechend wackelt schön mit. Bremsleuchte, ja, ist nicht so super ergiebig. Die Rückfahrleuchte ist mehr als gut zu sehen, muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich drehe jetzt hier einfach mal wieder mit um. So. Zum Schilderumfahren reicht es, ne? Wie war es? So, und dann stelle ich das gute Stück hier einfach mal neben. Und ihr seht hier schon. Also wie gesagt, ich finde es ziemlich gelungen, muss ich sagen. Hab da schon Furchtbareres gesehen, aber ich stelle es jetzt einfach so hier mittig hin. Und ja, dann wisst ihr bestimmt schon, was kommt. Wir sind am Ende. Ob das jeder halt dementsprechend sagt, okay, mir ist es diese 500 oder 580 Megabyte wert, muss jeder selber wissen. Wenn man da ein paar mehr Sachen von nutzt, vielleicht, sonst schaut es euch halt an, was ihr brauchen wollt. Ne? Ja, ich bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.